Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Videoreihe Fotografieren für Anfänger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Heute wird es etwas technischer, denn wir befassen uns mit den Belichtungsmessmethoden der Kamera. Schon ein schweres Wort, oder? Aber keine Sorge, ich versuche es dir so einfach wie möglich zu erklären, denn mit den verschiedenen Belichtungsmessmethoden kann man tatsächlich dann auch verschiedene und sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn man sie dann richtig anwendet. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Belichtungsmessmethoden. Wie kann ich die überhaupt einstellen? Bei mir ist es relativ einfach. Wenn ich jetzt hier einmal in das Menü reingehe, dann habe ich theoretisch hier die Möglichkeit, direkt zu sagen, Belichtungsmessmethoden. Bei mir gibt es 4 Stück insgesamt. Standardmäßig spricht man immer von 3. Nikon hat jetzt hier noch eine weitere mit dazugepackt. Im Endeffekt gibt es einmal die Spotmessung, es gibt einmal die mittenbetonte Messung und es gibt die Matrixmessung. Das sind so die 3 Standard-Messmethoden, die eigentlich jede Kamera hat. Und dann gibt es von Kamerahersteller zu Kamerahersteller vielleicht noch etwas Besonderes, wie zum Beispiel hier die lichterbetonte Messung. Da gehe ich ganz am Ende nochmal drauf ein. Diese Messmethoden messen, wie der Name schon sagt, die Belichtung. Und zwar unterschiedlich. Bedeutet, die Kamera, und das hast du ja vielleicht schon mitbekommen, hat ja an der Seite immer eine Belichtungsmessanzeige. Und das ist so ein Diagramm mit einem Plus, mit einer Null in der Mitte und einem Minus. Und je nachdem, wie dieses Diagramm ausschlägt, sagt dir deine Kamera, ob das Bild zu dunkel oder zu hell belichtet ist. Und diese 3 Messmethoden haben halt unterschiedliche Formen der Messung und bewerten das Bild unterschiedlich. Und diese 3 Methoden schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Zuallererst müssen wir mal klären, wie eine Kamera überhaupt Licht misst. Denn es geht darum, dass Licht hier auf das Objektiv fällt und dann auf den Sensor. Und das misst im Endeffekt die Kamera. Es gab früher auch sogenannte Lichtmesser, womit man das Licht messen konnte. Das war aber eine bisschen andere Art der Messung, denn man hat tatsächlich das Licht hier gemessen. Also wenn ich das jetzt hier oben zum Beispiel in den Spot reingehalten hätte, dann würde da das Licht gemessen werden. Hier geht es quasi um eine Objektmessung, denn ich fokussiere jetzt hier zum Beispiel mal auf irgendwas und dann wird gemessen, wie das reflektierte Licht tatsächlich auf dem Objektiv dann ankommt. Also da gibt es so ein paar kleine Unterschiede, was jetzt aber für den Anfang auch nicht wirklich relevant für dich ist. Wichtig ist aber, dass du wissen solltest, dass als Referenzwert immer ein 18-prozentiges Grau genommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf diesen weißen Tisch fokussiere und dann auch tatsächlich wirklich nur das Weiße vom Tisch fotografiere, also wenn nichts anderes auf dem Bild drauf ist, dann wird dieses Weiß nicht ein reines Weiß sein, sondern die Kamera wird dann so belichten wollen, dass das am Ende ein 18-prozentiges Grau ist. Und genauso, wenn du eine schwarze Wand fotografierst und da wirklich nur die schwarze Wand drauf ist, dann würde die Kamera von der Belichtungsmessmethode her vorschlagen, dass wir relativ lange belichten müssen, damit dieses Schwarz zu einem 18-prozentigen Grau wird. Ich werde jetzt mal die erste Messmethode einstellen und ich fange mal mit der Spot-Messung an. Und jetzt habe ich mir hier nämlich mal zur Veranschaulichung 2 Kartons gekauft. Einmal einen schwarzen Karton und einmal einen weißen Karton. Die werde ich jetzt jeweils einmal fotografieren. Und du wirst feststellen, dass diese beiden Kartons am Ende tatsächlich genau die gleiche Farbe haben, beziehungsweise die gleiche Helligkeit. Ich stelle das Ganze jetzt hier mal auf die Spot-Belichtung. Und jetzt werden wir also wirklich hier nur den Fokuspunkt benutzen, also dieses rote Viereck, was du jetzt hier siehst, was sich in der Mitte bewegt. Und dadurch, dass ich jetzt hier ein weißes Blatt Papier habe, wird aber, dadurch, dass ich wirklich nur auf dieses weiße Blatt Papier jetzt fokussiere, dieses weiße Blatt Papier als 18-prozentiges Grau dargestellt, weil die Kamera sagt, eine korrekte Belichtung liegt bei 18% Grau. Jetzt machen wir hier einfach mal ein Foto und aus diesem strahlend weißen Papier wird ein graues Papier. Und jetzt machen wir genau das gleiche nochmal. Nur, dass wir jetzt einen schwarzen Karton dahin gepackt haben. Aber wie du siehst, ist jetzt die Verschlusszeit von einer 250. Sekunde auf einmal auf eine 20. Sekunde zurückgegangen. Jetzt machen wir nochmal ein Foto. Und wenn wir diese beiden Fotos jetzt mal miteinander vergleichen und dann wirklich auch nur auf das Papier in der Mitte achten, dann wirst du feststellen, dass die ungefähr gleich hell sind.
Die Kamera probiert sowohl aus einem schwarzen Karton ein 80%iges Grau als Belichtung herauszubekommen, genauso wie auch bei dem weißen Karton. Das muss man also immer dabei beachten. Wo wir das Ganze jetzt abgehakt haben, werden wir uns jetzt nochmal genauer mit der Spotmessung beschäftigen. Und zwar geht es darum, dass bei der Spotmessung wirklich nur ein kleiner Punkt von dem großen Sensor genommen wird, wo das Licht gemessen wird. Und dieser kleine Punkt ist automatisch auch dein Fokuspunkt. Bedeutet, wenn du jetzt also deinen Fokuspunkt irgendwo hin verschiebst auf einen bestimmten Punkt, zum Beispiel bei einem Porträt, schiebst du den vielleicht aufs Auge, dann wird auch tatsächlich die Helligkeit von dem Auge gemessen und das als Belichtungsmessung am Ende genommen. Wir haben also ein großes Bild, einen großen Ausschnitt, aber nur ein ganz kleiner Punkt davon wird als Referenz dafür genommen, wie hell die Belichtung am Ende deines Fotos werden soll. Das ist immer dann vorteilhaft, wenn du wirklich genau weißt, was in deinem Bild genau richtig belichtet sein soll und was man vielleicht davon ausschließen sollte. Gerade wenn ich einen sehr hohen Dynamikumfang und einen sehr hohen Kontrastumfang vor allem auch in meinem Foto habe, dann kann es von Vorteil sein, diese Spotmess-Methode zu benutzen, denn manche Bereiche des Bildes werden vielleicht komplett zu dunkel sein, manche komplett zu hell und du kannst aber genau entscheiden, welcher Bereich von deinem Bild dann tatsächlich die richtige Belichtung haben soll. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass ich jetzt für dieses Video hier auf den A-Modus gewechselt habe, weil in dem A-Modus ich tatsächlich dann die Kamera entscheiden lassen kann, wie viel Verschlusszeit ich benötige. Ich kann das natürlich auch komplett im manuellen Modus machen, weil die Kamera mir ja auch die Belichtungsanzeige anzeigt. Aber trotzdem entscheidet dann die Kamera direkt für mich und ich muss gar nicht mehr groß etwas einstellen. Insgesamt hast du bei so einem Fokuspunkt, den du da benutzt, also bei der Spotmessung an sich, wirklich nur so 2-4% deiner gesamten Bildfläche, die für die Messung genommen werden. Der Nachteil bei so einer Spotmessung ist natürlich, wenn du bewegende Motive hast im Bild, dass du dann immer mit dem Fokuspunkt auch wieder nachführen musst und dann tatsächlich die Belichtung auch sehr schnell aus dem Ruder laufen kann, weil du auf einen Punkt dich fokussierst, der verändert sich dann aber, weil sich das Motiv bewegt und dann hast du eine völlig falsche Belichtungsmessung am Ende in der Kamera. Das heißt, diese Messmethode ist tatsächlich dafür geeignet, wenn du erstens das Motiv wirklich starr im Bild hast, also dass sich das nicht bewegt und zweitens, wenn du auch genau weißt, welcher Punkt am Ende tatsächlich relevant für die Belichtungsmessung ist. Wir stellen das Ganze jetzt hier in der Kamera mal auf die Spotmessung und ich bin außerdem im A-Modus. Das heißt, die Kamera entscheidet, wie hoch oder wie niedrig die Verschlusszeit ist. Den ISO-Wert habe ich jetzt hier mal auf 1000 gestellt, damit wir einigermaßen noch in einem vernünftigen Licht fotografieren. Die Blende ist bei 8 und entscheidend ist jetzt immer, wie gesagt, die Verschlusszeit hier. Da sind wir im Moment bei einer 40. Sekunde. Ich habe jetzt den Spot hier gerade mal genau in die Mitte gelegt auf die Blume. Wenn ich den jetzt mal hier so ein bisschen verschiebe, dann siehst du auch, wie automatisch hier die Belichtung immer so etwas mitwandert. Jetzt bin ich zum Beispiel bei einer 60. Sekunde, weil die Kamera automatisch quasi immer wieder jetzt neu misst. Wenn ich den Fokuspunkt hier verschiebe, das ist dieses Viereck hier, was jetzt gerade rot ist, was gerade eben noch grün war. Ja, immer wenn es grün ist, bedeutet, dass auf diesen Punkt fokussiert ist. Wenn ich jetzt hier weiter in den Hintergrund gehe, da ist es nicht fokussiert. Und dort ist der Hintergrund ja wesentlich dunkler als die Pflanze, auf die ich gerade fokussiert habe. Kleiner Hinweis, ja, das ist eine Fake-Pflanze von IKEA. Ich habe es nicht so und habe keinen grünen Daumen. Aber davon mal abgesehen. Ich habe jetzt hier also die Belichtungsmessung in der Spotmessung mal auf den schwarzen Hintergrund gepackt und du siehst, jetzt sind wir auf einmal bei einer 20. Sekunde. Das ganze Bild wird dadurch heller. Man sieht es jetzt auch an dem Histogramm. Ja, also der Hintergrund, was jetzt eigentlich ein schwarzer Karton ist, sieht hier schon in der Vorschau wesentlich heller aus, als er eigentlich ist. Und wenn ich jetzt hier wieder den Spot zurücksetze auf die Pflanze, dann sind wir hier zum Beispiel bei einer 50. Sekunde. Jetzt mache ich einfach mal ein Bild. So, gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Ja, also es sieht ausgeglichen belichtet aus. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den Spot hier weiter rüberschiebe, dass ich quasi auf den schwarzen Karton belichte, wird das ganze Bild wesentlich heller. Ich mache nochmal ein Bild. Und dann sieht das Ganze relativ überbelichtet aus. Daran sieht man, dass gerade mit der Spot-Messmethode man wirklich sehr genau aufpassen muss, wo man diesen Spot hinsetzt. Denn sonst kann das Bild relativ schnell über- oder unterbelichtet sein insgesamt. Weil ich ja jetzt wirklich nur in diesem kleinen Viereck, was du jetzt hier siehst, dieses rote Viereck, das ist das, wo gemessen wird. Alles andere interessiert die Kamera in dem Moment nicht. Also die gesamte Blume, die weiße Vase quasi und so weiter, das ist alles uninteressant. Es geht nur um das rote Viereck hier,
Also nur um den schwarzen Karton. Und der ist jetzt bei ungefähr 18% grau. Dann schauen wir uns als nächstes die nächste Messmethode an. Und das ist die mittenbetonte Messung. Bei der mittenbetonten Messung wird jetzt der Bereich erweitert, der zur Messung benutzt wird, um das Bild richtig zu belichten. Im Endeffekt geht es darum, wie der Name schon sagt, dass in der Mitte das wichtige Motiv ist. Davon geht die Kamera aus. Und es ist so, dass 75% der Gewichtung von der Belichtungsmessung insgesamt in der Bildmitte liegen und die restlichen 25% außen herum. Das heißt, im Endeffekt wird alles irgendwie berücksichtigt, aber die Betonung liegt eindeutig auf der Mitte. Das heißt, dein Motiv sollte wirklich mittig sein und außen herum haben wir dann noch so ein kleines bisschen, was auch mit reinspielt, aber eben nicht wirklich viel. Wenn ich zum Beispiel Porträts fotografiere, dann habe ich ja immer noch ein kleines bisschen Hintergrund mit drauf. Aber die Gewichtung liegt natürlich ganz klar in der Mitte, dort wo das Gesicht ist. Und das ist wichtig, dass das richtig belichtet ist, aber trotzdem wird der Hintergrund auch noch so ein kleines bisschen mit in diese Messung mit reingenommen. Und dementsprechend ist das für Porträt-Fotoshootings zum Beispiel eine sehr, sehr gute Messmethode, weil ich diese Gewichtung habe von 75% in der Mitte und von 25% außen herum. Und auch das können wir uns ja jetzt gleich mal wieder in der Kamera direkt anschauen, indem wir ein kleines Beispiel fotografieren. Als nächstes gehen wir hier mal auf die nächste Belichtungsmessmethode und das ist die mittenbetonte Messung. Und da sieht man schon ganz schnell und ganz eindeutig, dass das Ganze jetzt hier anders gewichtet wird. Wir haben jetzt hier in der Mitte unsere 75%, die 75% Gewichtung haben. Und alles außen herum hat noch 25%. Das bedeutet, der schwarze Karton wird schon mit in die Berechnung mit eingenommen, aber das Hauptmotiv ist in der Mitte, das ist jetzt hier, also die Pflanze. Und so wird das Ganze auch relativ gut belichtet. Man sieht jetzt an dem Histogramm, dass der Ausschlag etwas weiter links ist. Das heißt, das ganze Bild ist etwas dunkler, als es vielleicht normal ist. Aber grundsätzlich ist das Bild jetzt richtig belichtet, weil wir jetzt die Pflanze wirklich gut belichtet haben. Da frisst nichts aus in den hellen Bildbereichen und das ist gut. Auch wenn ich jetzt hier den Fokuspunkt hin und her bewege, siehst du, dass sich hier nichts mehr ändert, weil der Fokuspunkt jetzt nicht mehr die Rolle spielt, welches Feld die Belichtungsmessung hier in Kauf nimmt, sondern das ist tatsächlich jetzt einfach nur noch das Objekt, das Motiv in der Mitte. Auch hier mache ich jetzt mal wieder ein Foto. Und das sieht doch relativ gut aus. Und ich finde, gerade jetzt hier in diesem Motiv ist die mittenbetonte Messmethode tatsächlich eine relativ gute. Die Größe in der Mitte, wie groß dieser Spot ist, wo gemessen wird, ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. In manchen Kameras kannst du sogar die Größe noch ein bisschen beeinflussen, von 8 mm bis hin zu 12 oder 13 oder 14 mm. Das ist immer so ein bisschen von Kamerahersteller zu Kamerahersteller unterschiedlich. Aber du kannst, wie gesagt, diese mittenbetonte Messung vergrößern oder verkleinern. Und das hängt natürlich auch sehr stark dann wieder von deinem Motiv ab. Bei mir zum Beispiel, ich lasse das einfach immer auf dem Standardwert eingestellt, weil ich das so eigentlich ganz gut finde. Aber für dich zur Info, du kannst ja mal bei dir gucken, ob du da die Größe von der mittenbetonten Messung noch entsprechend einstellen kannst. Die Kamera hat ja einen wesentlich kleineren Dynamikumfang als zum Beispiel das menschliche Auge. Und wenn wir jetzt draußen einen sehr hohen Kontrastumfang in unserem Foto haben, dann kann das schon mal schnell zu Problemen führen. Aber genau dann ist diese Messmethode eigentlich relativ gut geeignet, weil sie halt, wie gesagt, sich auf die Mitte des Bildes konzentriert, wo unser Hauptmotiv liegt. Und selbst wenn wir dann eine starke Gegenlichtsituation haben, wo wir also direkt in die Sonne fotografieren, die von hinten reinstrahlt und sehr viel Licht auf das Objektiv bringt, wenn die aber nur an den äußeren Randbereichen dann irgendwie einfällt, dann wird die nicht so stark mit da reingemessen und dementsprechend funktioniert diese Messmethode besonders gut auch bei hohen Kontrastumfängen, wenn wir, wie gesagt, das Motiv in die Mitte packen. Und dann kommen wir zur Matrixmessung. Und die Matrixmessung, die stelle ich jetzt hier auch im Menü als erstes mal wieder ein. Gehen wir mal hier auf Belichtungsmessmethode, Matrixmessung. Die Matrixmessung ist so ein bisschen, ja, das Nonplusultra der Kamera, würde ich sagen. Tatsächlich ist die Kamera sehr, sehr intelligent, was die Matrixmessung angeht. Und ich nutze in den meisten Fällen tatsächlich auch wirklich die Matrixmessung. Bei der Matrixmessung wird der gesamte Bildumfang deiner Kamera berücksichtigt. Aber die Kamera hat jetzt viele, viele Vorteile bei der Matrixmessung. Denn da werden viele Dinge noch zusätzlich berücksichtigt. Zum Beispiel,
was ist im Fokus? Also der Fokuspunkt, da wird besonderen Wert drauf gelegt und der bekommt auch eine besondere Gewichtung. Alles, was insgesamt im Fokus ist, alles, was insgesamt auf der Schärfeebene liegt, bekommt auch eine gesonderte Gewichtung. Und auch alles, was etwas näher dran ist, bekommt auch eine gesonderte Gewichtung als das, was weiter weg ist. Und insgesamt kann die Kamera dadurch durch verschiedene Algorithmen sehr, sehr gut berechnen, was jetzt tatsächlich die richtige Belichtung ist. Da gibt es dann auch noch eine große Bilddatenbank und die Kamera kann das dann so ein bisschen miteinander abgleichen, wie dann am Ende die Belichtung richtig sein soll. Da werden auch Farben bewertet, da werden Helligkeitswerte bewertet und so weiter. Und dadurch bekommt man tatsächlich mit der Matrixmessung, auch wenn es ein Automatikmodus mehr oder weniger ist, ein echt tolles Ergebnis. Ich weiß, ich sage ja selber immer, geh aus dem Automatikmodus deiner Kamera raus, aber tatsächlich bei der Belichtungsmessung ist dieser Automatikmodus, also die Matrixmessung, wirklich ein richtig gutes Ding. Und ich nutze sie, wie gesagt, zu 99% aller Fälle, weil man damit eigentlich immer gut hinkommt. Dann schauen wir uns jetzt mal die Matrix-Messmethode an. Stellen wir einmal um auf Matrix-Messung. Und hier sehen wir jetzt, dass das ganze Bild wieder genommen wird. Wir haben zwar den Fokus jetzt auf die Pflanze gesetzt, deswegen wird die deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Also die Elemente sind wichtiger. Alles, was im Fokus ist, ist wichtiger. Der Fokuspunkt ist wichtiger. Aber auch das Drumherum, also der schwarze Hintergrundkarton, ist auch wichtig, zählt auch mit rein, hat nicht ganz so die Gewichtung wie jetzt die Pflanze, aber er zählt mit rein und deswegen wird das ganze Bild hier an dieser Stelle etwas aufgehellt und die Kamera probiert, das Beste aus allen Welten zusammenzubekommen. Und deswegen sind wir jetzt bei einer 40. Sekunde. Und wenn man sich jetzt das Histogramm mal anschaut, dann sieht man auch ganz eindeutig, dass das Histogramm nirgendwo anschlägt, sowohl rechts nicht als auch links nicht. Das heißt, wir haben keine ausgefressenen Stellen in den hellen Bildbereichen und die Schatten saufen genauso wenig ab. Und von daher passt es an dieser Stelle eigentlich ganz gut, diese Matrixmessung. Machen wir mal wieder ein Foto. Das ist das Endergebnis und ich finde, das sieht doch richtig gut aus. Kann man auf jeden Fall mitleben. Wie gesagt, bei Porträts nehme ich auch gerne mal die mittenbetonte Messung oder bei sehr, sehr krassen Situationen, wo ich genau weiß, wo ich den Spot setzen möchte, nehme ich auch mal die Spotmessung, aber ansonsten bin ich eigentlich immer in der Matrixmessung drin. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich dir einmal zeigen möchte und das ist die sogenannte Belichtungskorrektur. Wenn ich jetzt nicht im manuellen Modus bin, sondern in einer Halbautomatik, wie jetzt zum Beispiel im A-Modus oder im S-Modus, dann kann die Belichtungsmessung noch beeinflusst werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass meine Kamera grundsätzlich etwas zu hell belichtet, dann kann ich mit der Belichtungskorrektur arbeiten und damit das Ganze dann auch entsprechend korrigieren. Die Belichtungskorrektur findest du hier bei meiner Kamera hier oben, dieser Knopf. Und wenn ich den jetzt einmal drücke, dann kann ich entsprechend einstellen, dass ich zum Beispiel das ganze Bild immer um eine Blendenstufe niedriger oder dunkler belichten möchte, als es die Kamera gerade für mich gemessen hat. Wenn ich jetzt das Ganze hier revidiere, dann sage ich der Kamera, hey, belichte mal eine Blendenstufe tiefer als normal. Das habe ich jetzt einfach mal eingestellt und schon wird das Bild entsprechend dunkler. Genauso gut kann ich das auch in die andere Richtung machen. Da kann ich auch das Bild heller belichten lassen. Diese Belichtungskorrektur funktioniert also wirklich auch nur dann, wenn du in einer Halbautomatik oder wirklich in der kompletten Automatik deiner Kamera bist. Weil wenn du im manuellen Modus bist, dann stellst du ja sowieso alles selber ein und dementsprechend ist das dann gar nicht mehr notwendig, da mit einer Belichtungskorrektur zu arbeiten, weil du ja sowieso alles selber einstellst. Aber wenn die Kamera was für dich berechnen soll und du selber feststellst, naja, es ist nicht ganz optimal, was die Kamera macht, dann kann ich hier mit dieser Belichtungskorrektur arbeiten und entsprechend das Bild dunkler oder heller gestalten lassen. Man sieht jetzt hier auch sehr schön, wenn ich auf eine minus 1 von der Belichtungskorrektur gehe, wie dann auch das Diagramm auf der rechten Seite tatsächlich dann genau bei minus 1 ausschlägt. Und andersherum, wenn ich das jetzt heller mache, dann schlägt es in den Plusbereich auf plus 1 aus. Wenn jetzt also deine Belichtungsmessmethoden nicht immer zu 100% funktionieren, dann kannst du mit der Belichtungskorrektur entsprechend noch gegensteuern und damit dann auch dein Ergebnis im Foto richtig, richtig gut machen. So viel also zur Belichtungsmessmethode bzw. zur Belichtungskorrektur in deiner Kamera. Und ich hoffe, dir ist so ein kleines Licht jetzt aufgegangen und du kannst das natürlich dann auch entsprechend später gut anwenden. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, nämlich beim Ausprobieren. Geh jetzt also raus und fotografiere wieder eine ganze Weile mit deiner Kamera, nutze die verschiedenen Belichtungsmessmethoden und schau mal, was für Ergebnisse dabei rauskommen. Viel Spaß!